Köln-Longerich, Lindweiler Weg. In der äthiopisch-orthodoxen St. Michaelskirche ist eine Hochzeit angesagt. Trommeln und Gesang begrüßen das Brautpaar. Diese typische Musik wird uns durch die liturgischen Feiern und die Feste der Äthiopier begleiten. Erzpriester Merawi Tebeje vollzieht die Trauung. Er ist das Haupt der äthiopisch-orthodoxen Kirche in Deutschland. In der Bundesrepublik leben rund 20.000 Äthiopier, davon 5.000 im Großraum Frankfurt und etwa 500 im Großraum Köln. Wie geht das Rheinland mit ihnen um, mit ihren farbenprächtigen und auf den ersten Blick etwas pittoresken Bräuchen? Und wie kommen sie zurecht in einer für sie fremden Kultur? Wie definiert sich ihr Zusammenleben? Auch deutsche Freunde des Brautpaares sind gekommen, um in ungewohnter Umgebung mitzufeiern. Der Priester legt dem Paar Kirchengewänder um, die die Teilnahme am Abendmahl symbolisieren. Diese Gewänder gehören der Kirchengemeinde. Die äthiopisch-orthodoxe gehört zu den christlichen Kirchen, ist aber im Gegensatz zur katholischen universalen eine nationale Kirche. Die Kölner St. Michaelskirche ist das geistige Zentrum in Deutschland und zugleich das einzige Gotteshaus, das bundesweit ausschließlich von orthodoxen Äthiopiern benutzt wird. Weitere Gemeinden befinden sich in Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Stuttgart, München und Wiesbaden. Die Krönung ist wie in allen orthodoxen Kirchen die entscheidende Zeremonie. Durch das dreimalige Wiederholen der Krönungshandlung kommt die besondere Bedeutung der göttlichen Dreieinigkeit zum Ausdruck. Auch die schweren Kronen sind Eigentum der Gemeinde. Kranz oder Krone symbolisieren Sieg und Herrschaft, aber auch Wachstum, Fruchtbarkeit und Jungfräulichkeit. Sie setzen zudem ein sichtbares Zeichen für den Vollzug des Sakraments, also die Einheit von Mann und Frau. Äthiopier gelten als gastfreundlich und offen. In der wie zu allen festlichen Anlässen überfüllten Kirche erscheint auch ein deutsch-äthiopisches Paar zur Trauungszeremonie. Unsere Kirche ist offen für alle. Wir freuen uns, wenn die deutschen Gäste und deutsche Freunde uns besuchen und auch uns kennenlernen. Da die beiden Brautleute schon einmal verheiratet waren, beschränkt sich ihre Zeremonie auf Ehegelübnis und Ringetausch. Auch tragen sie keine Kronen. Live with her and will you follow her for the rest of your life? Yes, Father, I do so wish. May your holy prayer help me. My daughter, Sarah Bakala, do you wish this man to be your lawful husband? Sure.
Der Gastpriester kommt aus Frankfurt und assistiert Merawi Tebeje häufiger. So können sich bei den Gottesdiensten, die bis zu 7 oder 8 Stunden dauern, die Priester zwischendurch ablösen. Nach einem Fototermin beginnt das Festmahl im Gemeindesaal. Kirchlicher Gesang begrüßt das Brautpaar. Die Frauen der Gemeinde haben viele äthiopische Spezialitäten zubereitet. Das gegenseitige Füttern hat Tradition als Ausdruck von Respekt, Liebe und Gastfreundschaft. Das gemeinsame Mahl gehört zu den Selbstverständlichkeiten äthiopischen Zusammenlebens. Deshalb findet nach jedem Sonntagsgottesdienst eine Agape statt. Die Gemeindemitglieder bringen selbstgebackenes Brot mit. Der Erzpriester bekreuzigt das Brot und schneidet es auf. Eines der höchsten Feste des äthiopischen Kirchenjahres ist Temket, das Fest der Taufe Jesu. Dazu der Pfarrer der evangelischen Immanuel-Gemeinde in Longerich. Und gerade heute die Taufe Jesu. Die Taufe ist natürlich das, was uns verbindet. Und wir haben ja gerade in der Zeit der gemeinsamen Nutzung auch ein gemeinsames Taufbecken benutzt. Das hat da eigentlich auch diese Verbindung sehr unterstrichen. Der Tauftag Jesu erinnert uns ja bei allen Unterschieden, die es auch gibt, an das, was uns Christen und Christinnen weltweit am meisten verbindet, die Taufe. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes, seine geliebten Kinder. Die Mitwirkung des evangelischen Pfarrers ist ein schönes Beispiel für die Anbindung der Äthiopier an andere christliche Gemeinden. Das Haus Jakobs aus dem Volk fremder Zunge. Die Temket-Feier am 19. Januar fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch, also auf einen Arbeitstag in Deutschland. Deshalb findet der Gottesdienst in einfacherer Form als in Äthiopien statt. Dort feiern die Gläubigen das Fest 2 Tage lang. Mit feierlicher Prozession zieht die Gemeinde am Vorabend zu einem nahegelegenen Gewässer, wo bei Sonnenaufgang das Wasser gesegnet wird und die Gläubigen darin baden. Der Chor hat bis zu 20 Mitglieder und gestaltet jeden Gottesdienst. Er singt geistliche Lieder und gibt den Rhythmus mit Schellenstäben und Trommeln vor.
Für nicht-orthodoxe Gläubige ist die Liturgie kaum nachvollziehbar. Es gab auch mal einen Tag der Begegnung für alle Christen und Christinnen in Longerich, wo zum Beispiel uns diese ja sehr schwer zugängliche Liturgie auch noch mal durch eine deutsche Übersetzung nahegebracht worden ist. Hände herab, den Heiligen Geist, die Segnung des Jordan durch deine Erbarmen. Amen. Amen. Trotz sprachlicher Schwierigkeiten ist die äthiopisch-orthodoxe Gemeinde ein gelungenes Beispiel für den problemlosen Umgang und das respektvolle Miteinander der verschiedenen Kulturen und Konfessionen in Köln. Die Anbindung der äthiopisch-orthodoxen an bestehende christliche Gemeinden in Köln war ein Schritt zur Integration und ermöglichte das gegenseitige Kennenlernen. Die Offenheit und das Entgegenkommen der evangelischen und der katholischen Kirche haben dazu beigetragen, dass die Äthiopier ihre Form des Christentums im Rheinland leben können und in Longerich ein neues Stück Heimat in der Fremde gefunden haben. Es ist durch die gelebte Ökumene ein beispielhaftes Zeugnis dafür, wie sich Menschen in der Fremde integrieren können. Sie stellen sich durch ihre Religion und die Wahrung ihrer Kultur dar und sind bereit, sich zu öffnen. Damit werden sie auch gerne empfangen. Wir haben natürlich ganz viel auch von den äthiopischen Christen und Christinnen geschenkt bekommen. Also was mich ja immer wieder wirklich begeistert und umhaut, ist diese echte und ehrliche Fröhlichkeit von tief innen heraus, wo man merkt, das kommt aus dem Glauben. Zu Beginn jedes Jahres bittet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Köln zum ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Neujahrsempfang. Diese Veranstaltung gehört zu den wichtigsten interkonfessionellen Ereignissen. Heimatlosigkeit ist etwas Schlimmes. Der Nihilist und Dichter Friedrich Nietzsche hat ein Gedicht geschrieben, vereinsamt. Da heißt es WG, der keine Heimat hat. Äthiopien besitzt eine alte und reiche Kultur, ist heute aber durch Krieg und Dürre verarmt. Besonders während des kommunistischen Mengistu-Regimes von 1974 bis 1991 flüchteten viele Äthiopier unter anderem nach Deutschland. Neben anerkannten Asylanten gibt es heute auch geduldete Flüchtlinge. In der Praxis sind diese allerdings aufenthaltsrechtlichen Beschränkungen unterworfen. So brauchen manche Chormitglieder für jeden Auftritt eine gesonderte Erlaubnis. Ihrer natürlichen Fröhlichkeit tut dies alles keinen Abbruch. Denn vielleicht sind es gerade die manchmal widrigen Umstände, die die Gläubigen noch enger zusammenrücken lassen. Wenn ein Klang gebracht wird und ein Lied gebracht wird, dann kommt etwas ganz anderes zum Klingen in uns. Und dazu brauchen wir nicht nur Orgel und Instrumente, sondern uns selbst. Ich möchte Sie jetzt auch gleich auffordern, eine Bewegung zu machen, die mit all dem gar nichts zu tun hat. Das ist die Bewegung von hier oben nach unten ins Portemonnaie. Auch das eine typisch kirchliche Bewegung. Es gibt keinen Gottesdienst, ohne Sammlung. Die Kirche ist die Gesammelte, die Zusammengerufene. Und die Kollekte soll zugutekommen einem äthiopischen Projekt, das von der Schweizer Caritas unterstützt wird. Ich danke Ihnen im Namen der Empfänger ganz herzlich dafür. Die Gemeinde feiert zweimal jährlich das Patronatsfest zu Ehren des Erzengels Michael, im Juni und wie hier im November. Die Gläubigen kommen aus dem Großraum Köln-Bonn-Düsseldorf
aus weiten Teilen Süddeutschlands und auch aus den Nachbarländern Belgien, Niederlande und Frankreich. Merawi Tebeje, geboren 1942 als ältester Sohn eines Priesters, wurde als Kind zum Diakon geweiht. In Addis Abeba erfuhr er seine theologische Ausbildung. Anschließend ging er für 6 Jahre an die Geistliche Akademie der russisch-orthodoxen Kirche in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. 1977 heiratete er in Äthiopien und wurde zum Priester geweiht. Mit einem Stipendium des Deutschen Diakonischen Werks kam er 1978 nach Deutschland. Er knüpfte Kontakte zu asylsuchenden Flüchtlingen und gründete 1983 die erste äthiopisch-orthodoxe Gemeinde in Köln. Der Gottesdienst am Patronatsfest beginnt um 5 Uhr und endet mit einer Prozession gegen 13 Uhr. In die Liturgie integriert ist eine Doppeltaufe. Der Priester Mesfin Feleke ist für diese Feier aus München gekommen. Das Sakrament der Taufe wird in der Regel für Knaben am 40., für Mädchen am 80. Tag nach der Geburt gespendet. Das in allen orthodoxen Kirchen übliche Zeremoniell beinhaltet Taufritus, Firmung und Kommunion. Vor dem Taufzeremoniell verliest ein Ministrant die für die äthiopisch-orthodoxe Kirche wichtige Lesung von der Taufe des Kämmerers aus Äthiopien. In diesem Abschnitt erwähnt das Neue Testament erstmals einen Äthiopier. Kapitel 8, Nummer 26. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus: Steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er brach auf. Nur war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter der Kandake, der Königin der Äthiopier. Als sie nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer: Hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen halten und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab. Und er taufte ihn. Nach dem heiligen Evangelium des Matthäus, Kapitel 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Der Priester zeigt den Täufling in die 4 Himmelsrichtungen. Dabei symbolisiert der Osten die aufgehende Sonne und damit das Heil, der Westen den Untergang, das Böse. Zum Taufritus gehören die gesprochenen Taufformeln und das dreimalige Eintauchen ins Wasser. Durch die dreimalige Wiederholung kommt die besondere Bedeutung der göttlichen Dreieinigkeit zum Ausdruck. Beim Übergang zur Firmung legt der Priester dem Täufling ein Halsbändchen um den Kopf. Üblicherweise ist es dreifarbig und steht wieder für die Dreieinigkeit. Häufig finden sich die äthiopischen Nationalfarben, grün, gelb und rot. Dieses kleine Band steht für ein Kettchen, das die Christen in Äthiopien zur Unterscheidung von Nichtgetauften tragen.
Der Priester salbt Nase, Lippen, Ohren, Brust, Fußsohlen und Schultern des Täuflings. Die Salbung entspricht in der katholischen Kirche der Firmung. Viele Gläubige beten und singen im Freien mit, denn sie haben keinen Platz mehr in der Kirche gefunden. Erbarme dich uns, Herr, für fröhliche Heilung, lass uns Frieden. Erfüllen damit der Herr uns Frieden gebe durch seine Barmherzigkeit. Herr, erbarme dich uns, Herr, für unsere Glaube, lass uns bitten, damit der Herr uns bis zum Ende seiner Glauben in Reinheit bewahre. Herr, erbarme dich uns, Herr, für unsere Gemeinschaft. Während des Gottesdienstes, der sich bis gegen Mittag hinzieht, bereiten Frauen das Mittagsmahl in der Küche des anliegenden Gemeindesaales vor. Die äthiopische Küche ist sehr reichhaltig. Die charakteristischen Sauerteigfladen sowie Gemüse- und Fleischgerichte von mild pikant bis scharf. Die äthiopisch-orthodoxe Gemeinde nutzt als Gottesdienstraum die ehemalige evangelische Lutherkapelle. Die Kirchenweihe als äthiopisch-orthodoxe Michaelskirche und die Übergabe an Merawi Tebeje als Pfarrkirche der Kölner Gemeinde erfolgte am 15. Mai 1983 durch einen äthiopischen Bischof. Besonders der spätere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Deutschlands, Manfred Kock, unterstützte tatkräftig dieses Vorhaben. Die Kapelle trägt heute die Namen St. Michaelskirche und Lutherkapelle. ሚካኤል ተራዳይነቱ ሁሉም ዘንድ የታወቀ በተለይ ጥንታውያን በሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ማለት ኦርቶዶክሳውያን በተካቶሊኮቹም እንደዚሁም ደግሞ ወንጌላውያንም ጭምሮች የመላኩ የቅዱስ ሚካኤልን አጋዥነት አደ ተራዳይነት ሁሉም ያምናሉ ሁሉም ይቀበላሉ። Die Gemeinde finanziert sich aus Zuschüssen der evangelischen Kirche und der öffentlichen Hand sowie aus Beiträgen, Spenden und der Kollekte. Zu
zu Hintergründen und Schwierigkeiten bei der Kirchengründung zu Beginn der 1980er Jahre? Damals viele haben Hoffnung gehabt, einmal nach Äthiopien zurückkehren. Sie wollen nicht hier eine Kirche gründen. Aber danach und danach ist die Schwierigkeit groß geworden und viele haben Interesse gezeigt, dass hier eine äthiopische orthodoxe Gemeinde gegründet wird. Wir haben viele Muster oder gesehen, zum Beispiel die Russen oder die Griechen oder die Rumänien oder die Kopten, Armenien, alle haben Gemeinde gegründet. Warum wir nicht? Danach haben wir diese Gemeinde gegründet und auch lebendig geworden. Wir haben zunächst mal einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem die Gemeinde sich sammeln konnte. Das war bis dahin immer ja sehr provisorisch, mal da, nichts Bestimmtes. Und dann gab es die Möglichkeit, die so anzubieten, dass sie zunächst gemeinsam von beiden Gemeinden genutzt wurde. Und das ist dann bald übergegangen dazu, dass wir dann doch die Lösung hatten, dass die Gemeinde ihre Gottesdienste dort aufgegeben hat und die Äthiopier konnten dann diese Kapelle ganz für sich nutzen, einschließlich der Räume drumherum. Das war in der Tat eine schwierige Situation, dass zunächst die Gemeinde hier offenbar sich verstand als eine Sammlung derer, die ins Exil gingen und nun aber gegangen waren und nun äthiopisch sein wollten. Und nun meldeten sich aber aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel äthiopische Würdenträger, die mit ihrer Heimatkirche gebrochen hatten und die nun den Versuch machten, unter den Exulanten ihre Schäfchen zu sammeln. Und das war schon nicht so sehr einfach. Wir hatten dann aber in Dr. Tevece jemanden, der auf der einen Seite Unabhängigkeit praktizierte. Er wollte sich nicht in solche politischen Spielchen einlassen und auf der anderen Seite aber mit der Synode in Äthiopien in Verbindung bleiben. Er wollte also sozusagen eine anerkannte Filiale seiner Kirche, seiner Mutterkirche sein. Und das war, glaube ich, auch zunächst ein Schritt, der zur Befriedung zu helfen versprach. Dann aber passierte etwas Eigenartiges, dass nämlich der Tavot, das ist also die Abbildung der Bundeslade, der von Äthiopien sozusagen offiziell als Siegel für den offiziellen Kirchenraum, für den Altar nun benötigt wird, dass der gesendet wurde mit der Unterschrift eines Kirchenfunktionärs, der von den Exulanten hier als mit dem kommunistischen System kooperierend verstanden wurde. Und dadurch entstand plötzlich hier eine furchtbare Unruhe. Und ich erinnere mich noch, am Tag der Einweihung standen Flüchtlinge hier mit Transparenten und wollten eigentlich die Gründung verhindern und haben uns bestürmt, wir sollten aufpassen, dass wir hier nicht eine Kommunistenkirche entstehen ließen. Die Gläubigen verlassen die Kirche, begeben sich nach draußen und legen öffentlich Zeugnis ab für ihren Glauben. Der Rhythmus der Prozession bewegt auch die Menschen am Straßenrand. Wie sehen die Vorsteher der drei Longericher Kirchengemeinden das Zusammenleben? Die Verbindung ist natürlich an einer Stelle schwierig, weil unser Gemeindeleben sich hauptsächlich in der Woche am Abenden abspielt. Und gemeinsame Treffen im Alltag sind eigentlich eher schwierig, weil natürlich die meisten äthiopisch-orthodoxen Gemeinden ja von außerhalb kommen und da der Schwerpunkt auch am Wochenende ist. Aber es gibt heute einfach eine Reihe von Selbstverständlichkeiten. Es gibt regelmäßig etwa viermal im Jahr ökumenische Dienstbesprechungen, wo alle evangelischen und katholischen Geistlichen und eben auch Bruder Merawi als äthiopisch-orthodoxer Priester teilnimmt. Dann ist zum Beispiel auch eine Selbstverständlichkeit, dass an unseren Gemeindefesten immer ein Essensstand ist mit äthiopischen Spezialitäten und dass dann auch Gemeindeglieder von hier auch an unserem Fest teilnehmen. Und umgekehrt werden wir ja auch regelmäßig
eingeladen. Dann ist es auch inzwischen selbstverständlich, dass wir in der Regel 2 Monate im Jahr für die äthiopische orthodoxe Kirche kollektieren in unseren Gottesdiensten. Ökumene heißt nicht eine Ballstraße. Das Ökumene ist für alle da. Wir sind hier wie ein Mosaik. Unsere Gemeinde ist offen für alle. Für uns hier in Longerich ist also Ökumene, bedeutet Ökumene nicht nur Ökumene mit unseren evangelischen Mitchristen, sondern auch selbstverständlich mit unseren orthodoxen Mitchristen. Also es ist eigentlich so selbstverständlich, dass wir, das heißt die Seelsorgerinnen und Seelsorger hier aller drei Konfessionen, dass wir uns regelmäßig jedes Vierteljahr zusammensetzen, dass da die Termine der einzelnen Kirchen ausgetauscht werden und dass auch immer wieder Leute der anderen Konfession und Kirche dann zu den einzelnen Festen kommen. Gottes Lieblingsfarbe ist bunt. Auf kaum eine ethnische Gruppe trifft dies so zu wie auf die Äthiopier. Sie wahren ihre Identität, tragen ihre Lebensfreude in der ganzen Farbigkeit nach außen. Und wenn sie singen, bebt wirklich die Erde.